Ja, im Abschnitt 4 möchten wir uns mit Direktverbindungsnetzen beschäftigen und wir starten mal mit dem allgegenwärtigen Ethernet. Eine Idee wird 40 Jahre alt. Im letzten Jahr tatsächlich ist diese Entwicklung in das 40. Jahr gegangen. Und wir sehen hier mal auf der Folie einen der Urväter vom Ethernet, den Bob Metcalfe. Und Bob Metcalfe ist einer derjenigen, der diese Idee geäußert hat. Und Sie sehen ja schon, er lacht dort so ein bisschen verschmitzt. Denn mit diesem Ethernet, also dem Bezug auf den Äther, hat er sich schon einen ziemlichen Spaß erlaubt. Denn Michelson Morley war ja lange bekannt. Aber seine Idee war tatsächlich ähnlich wie dem Äther, ein gemeinsames Medium zu nutzen, ein Shared Media, um dort dann alle Netzwerkkomponenten zu positionieren und zu verbinden. Ja, genau aus diesem Shared Media ergibt sich auch eine der wesentlichen Herausforderungen in unseren Netzwerken, denn wir haben ein Medium, wie es der Name schon sagt, auf das mehrere Teilnehmer eben zugreifen wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird eigentlich der Zugriff auf dieses Medium geregelt? Und letzten Endes brauchen wir an der Stelle natürlich eine gewisse Medienzugriffssteuerung, die irgendwie geregelt werden muss. Wie sowas in Netzwerken geschieht, haben wir gelernt. Das sind Protokolle in der Regel. Ein Grundsatz dabei ist die Fairness. Also um Durchsatz und Verzögerung für alle Teilnehmer gleich zu verteilen. Ganz genau. Wie realisiert man das letzten Endes? Wir brauchen natürlich gewisse Codierungen und Frame-Bildungen, damit wir unsere Daten eben auf das Medium bringen können. Und auch das muss eben im Einklang mit unseren Zugriffsverfahren geschehen. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, wenn da viele Daten auf einmal über ein Medium gehen, dass wir eine gewisse Zuverlässigkeit haben. Und neben der Zuverlässigkeit braucht man natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und also, es gibt noch eine ganze Menge weiterer Dinge, die wir da berücksichtigen müssen. Ja, nun schauen wir uns mal diese ursprüngliche Idee an und das damit verbundene Protokoll, nämlich das sogenannte CSMA-CD-Protokoll. Also CS für Carrier Sense, das gemeinsame Medium abhorchen, so wie das hier zum Beispiel die Endgeräte 1 und 3 machen. Multiple Access, Geräte 1 und 3 haben festgestellt, jawohl, das Medium ist frei, also können wir auf das Medium zugreifen. Und dann geht also sozusagen die Informationsübertragung bei beiden los. Und was passiert? Im Zweifel ist der eine ein bisschen schneller als der andere und wie auch immer gibt es irgendwann auf diesem gemeinsamen Medium vielleicht eine Kollision. Und die sollte nach Möglichkeit natürlich entdeckt werden, also CD für Collision Detection. Das heißt also, hier ist ein Fehler aufgetreten, der ist dann erkannt worden, sobald das Protokoll im Bereich Collision Detection greift und die Sendung muss wiederholt werden. Und dabei kommt eben bei diesem Verfahren ein Zufall mit ins Spiel. Und wir sehen das hier bei dem Algorithmus. Also letztlich nochmal das Ganze etwas anders dargestellt. Sobald also eine Kollision entdeckt wurde, Sie sehen das hier, wird die Übertragung abgebrochen, es wird ein GEM-Signal gesendet. Dieses GEM-Signal ist tatsächlich eine Überlagerung von Signalen und ist deutlich größer als das eigentliche Nutz- oder Übertragungssignal. Das kriegen dann alle beteiligten Teilnehmer. Und dann, da kommt das Entscheidende, die Back-Off-Time abwarten. Diese Back-Off-Time ist letztlich wirklich durch einen Zufallsgenerator gesteuert. Und insofern ist Ethernet, so wie es ursprünglich gedacht war, auch kein Echtzeitsystem, sondern letztlich immer unbestimmt durch genau diese Back-Off-Time, die durch die unterschiedlichen Kollisionen zustande kommen. Genau, also letzten Endes ist es ein System, welches Kollisionen durchaus in Kauf nimmt, sonst hätten wir eben keine Collision Detection. Man geht also schon davon aus, dass es Kollisionen geben wird. An der Stelle ist also das Entscheidende, wie reagiert man drauf? Das ist in diesem Schaubild ja sehr schön dargestellt. Ja, zur Erinnerung, wir befinden uns zwar im vierten Kapitel, aber wir sind in der zweiten ISO-OSI-Referenzmodell-Schicht. Und die Besonderheit, die uns hier das erste Mal sozusagen begegnet, ist, dass diese Schicht 2, die Sicherungsschicht, in diesem Zusammenhang nochmal unterteilt wird, nämlich in zwei Sublayer. Und zwar auf der einen Seite in den Sublayer zur logischen Verbindungssteuerung. Das ist hier als 2B, LLC, der Logical Link Control Layer, gekennzeichnet. Und zum anderen den Medienzugriffssteuerungslayer, den MAC oder Medium Access Control Layer. Also Ebene 2. Und wenn wir uns jetzt mit diesen Informationen mal anschauen, wie sieht eigentlich sozusagen der Protokollrahmen für ein Ethernet-Paket aus, dann können wir das folgendermaßen beschreiben.
Ja, wir sehen das schon, das ist aufgeteilt in verschiedene Abschnitte. Wie wir es auch schon kennengelernt haben, diese Abschnitte setzen sich ganz einfach durch den Lauf, durch die einzelnen Schichten im OSI-Modell zusammen. Es werden Header hinzugefügt, auf der zweiten Schicht im Sinne der Rahmenbildung eben auch noch ein Trailer. Also es wird vorne etwas angefügt, es wird hinten etwas angefügt, auf jeder Schicht im OSI-Modell. Und speziell, wenn wir jetzt auf der zweiten Ebene uns befinden, dann sehen wir dort auch unter anderem zwei Adressen, nämlich eine Zieladresse und eine Quelladresse. Da wir uns eben auf der zweiten Schicht befinden, handelt es sich dabei um die MAC-Adressen, also des Senders und des Empfängers. Ja, und das Gelbe, was wir dort sehen, das sind ja die Daten. Und das sind nicht ausschließlich nur die Nutzdaten, sondern das ist ein Paket aus der Ebene 3. Kann zum Beispiel ein IP-Paket sein. Und das wird letztlich dadurch gekennzeichnet, dass wir hier ein Typfeld haben. Dieses Typfeld ist also in der aktuellen Ethernet-Implementation als Typfeld gekennzeichnet. Wir haben vorher schon mal gesehen, dass es ein altes Ethernet gab, wo das Typfeld für die Länge benutzt wurde. Hier wird es jetzt dafür genutzt, wirklich zu kennzeichnen, kommt aus der Schicht 3 ein A-Paket, kommt ein IP-Paket. Und an der Stelle sehen wir auch schon, es gibt oben eine feste Zuteilung dieser einzelnen Felder. Wir werden in der Übung dann auch nochmal gemeinsam uns das genau anschauen und werden nochmal ein solches Paket, eine solche Bitfolge genauer anschauen. Und man kann dann auch tatsächlich händisch die einzelnen Abschnitte dort rauslesen und kann dann eben auch erkennen, was für Protokolle werden dort verwendet, was für Adressen werden dort verwendet und was für Nutzdaten stecken dort drin. Ja, nun machen wir den Rahmen noch an der Stelle wieder zu. Wir sind ja gestartet mit der Präambel, mit dem Start of Frame-Signal und diese 8 Bits sind ja dafür da, Sie erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir das Ganze synchronisieren wollen und am Ende schließen wir es tatsächlich mit dem Frame-Check, mit der Frame-Check-Sequenz ab. Das ist jetzt hier in diesem Fall eine CRC32 kodierte CRC-Fehlererkennung und damit wird also sozusagen der Rahmen komplett und das alles, diese ganze Algorithmus, die Adressen und all diese Dinge sind letztlich eine Form von der logischen Vorgehensweise und Verwaltung des Ganzen. Das ist allerdings implementiert in Form von Netzwerkadaptern. Und wir haben hier mal ein solches Exemplar eines Netzwerkadapters, der also wirklich hardwaretechnisch dann auch diese sogenannte weltweit eindeutige MAC-Adresse enthält. Diese MAC-Adresse ist 6 Byte lang. Und wird häufig in der Hexadezimaldarstellung hier mit einem Verbindungsstrich getrennt. Die ersten 3 Byte, die werden typischerweise für die Herstellerkennung genommen und die letzten 3 Byte, die ergeben dann in diesem Fall eben 2 hoch 24 Adressierungsmöglichkeiten. Also wir haben pro Herstellerkennung, und die Hersteller haben natürlich mehrere Kennungen, haben wir etwa 16, 17 Millionen Adressen zur Verfügung. Wichtig ist an der Stelle wirklich, dass damit ein Endgerät im Netz weltweit eindeutig identifiziert werden kann. Diese Adresse ist in der Hardware implementiert. Nun gibt es jetzt letztlich beim Ethernet, wenn man so will, 2 Adressierungsarten. Das eine ist eben, wir haben Sender- und Empfängeradresse. Das wäre dann sozusagen ein Unicast, 1 zu 1, eine 1 zu 1 Beziehung. Und wir sehen das mal hier. Hier haben wir eine Anfrage HTTP. Wir wollen also eine Startseite, die Hauptseite von Wikipedia bekommen und wir haben halt hier auf der einen Seite die Empfängeradresse, auf der anderen Seite die Quellenadresse und neben dieser Adressierungsart gibt es noch eine zweite. Genau, wenn wir nämlich nicht nur einen einzelnen ansprechen wollen, sondern eben eine ganze Reihe von Rechnern, vielleicht auch eine unbestimmte Anzahl von Rechnern, dann machen wir das über einen Broadcast. Soll heißen, von meiner Adresse ausgehend würde ich eben an eine Adresse, die ist hier auch sehr schön dargestellt, lauter Fs in der MAC-Adresse, eben quasi an sämtliche Netzwerkschnittstellen in meinem Netzwerk dies versenden. Wir werden auch das noch in der Übung uns anschauen, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel diese obere Unicast-Anfrage nehme, wie stellt sich das eigentlich dar, wenn ich über Router hinweg, also über Netzwerkgrenzen hinweg, solche Anfragen stelle, wie in diesem Fall an Wikipedia, was kommt da eigentlich für eine Adresse in die MAC-Adressatenzeile hinein? Muss ich tatsächlich die MAC-Adresse von dem Wikipedia-Server, Webserver kennen oder wie wird das dort geregelt? Schauen wir uns nochmal an.